Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Im folgenden Video schauen wir uns die Partie des Tages aus der vierten Runde des Kandidatenturniers in Madrid an zwischen Jan Nepomniachtchi und Alireza Firouzja. Gehen wir direkt rein? Ja, sicher. Nepo beginnt hier mit E4. Der russische Großmeister lag ja bei plus 1 nach drei Runden, hatte eine Partie gewonnen, zwei remisiert. Firouzja dreimal Remis gespielt bisher. C5 sizilianisch, Springer F3, D6, D4, CD4, Springer schlicht D4, Springer F6, Springer C3, A6, die Neidorf-Variante der sizilianischen Verteidigung. Wenig überraschend, weil Firouzja diese Eröffnung schon sehr, sehr häufig gespielt hat in seiner noch jungen Karriere und Nepo war mit Sicherheit sehr gut darauf vorbereitet. Er wählt hier F3, Läufer E3 kommt gleich. E5, der typische Neidorf-Zug, vertreibt den Springer aus dem Zentrum. Springer B3, Läufer E6, Läufer E3. Läufer E7, Dame D2, bereitet die lange Rochade vor. Kurze Rochade, lange Rochade. Das hier ist eine unglaublich häufig gespielte Variante der im Neidorf-Sizilianer. Und beide Spieler folgen jetzt noch sehr, sehr lange der Theorie. Springer BD7, Entwicklung. G4. Es geht direkt los hier. Bei heterogenen Rochaden ist es ganz, ganz typisch, dass man die Bauern laufen lässt gegen den gegnerischen König. B5. Schwarz macht es auf der anderen Seite genauso. G5 attackiert hier den Springer. So, der Springer muss nicht zurück sofort. Es gibt hier diesen schönen Gegenangriff B4. Das kennen beide Spieler natürlich. Weiß hat jetzt die Wahl. Er kann auf F6 nehmen, dann kommt B schlicht C3, Dame C3, Springer F6. Und dann gibt es hier Springer A5 mit der Idee Springer C6. Geht natürlich auch weiter mit Turm C8, glaube ich. Ganz wichtige Untervariante hier. Aber Nepo spielt Springer E2, zieht den Springer zurück. Springer E8 war ja angegriffen. Und mir kam die Stellung bekannt vor. Natürlich, ich habe schon einige Partien nachgespielt mit dieser Variante. Vielleicht habe ich es auch mal analysiert, ich weiß es nicht. Mir fiel ein, hier gibt es eine unglaublich wichtige Partie zwischen Sergei Kajakin und Vishy Anand. Weikernsee 2007. Die ging damals weiter mit H4. A5, König B1, Springer B6, Springer G3, A4, Springer C1 und hier D5. Ganz spannende Geschichte. Anand gewann diese Partie später. Inzwischen spielt man H4 gar nicht mehr. 15 Jahre später. Wenn man sich sowas anschaut und sowas spielt, dann muss man das mit der Engine analysieren und zwar sehr tief. Und die Theorie ist ja auch extrem weit fortgeschritten in dieser Variante, weil es ist so forciert, dass natürlich die Analyse mit einer Engine erstmal vonnöten ist und natürlich die Engine einem den Weg zeigt. Ne? Wenn man hier selbst versucht, die besten Züge zu finden, es geht viel, viel schneller, wenn man Stockfisch laufen lässt. Der beste Zug ist hier F4. Droht F5, ne? Tatsächlich nimmt man jetzt hier nicht raus auf F4, sondern spielt A5 hier. Und sucht hier das Gegenspiel. Hier gibt es drei Züge, die in der Praxis schon häufig gespielt wurden. Ein Zug, der häufig getestet wurde, ist F5 mit Angriff auf den Läufer. Hier gibt es drei Züge, die schon sehr häufig gespielt wurden. Ein Zug ist Läufer schlicht B3. CB3, A4. Aber hier stellte sich heraus, dass König B1 zu weißem Vorteil führt. Das wurde schon häufig gespielt. Ein weiterer Zug hier, der sehr kritisch ist, ist A4 sofort. Der Gegenangriff. Hier gibt es richtig verrückte Varianten. Eine Variante startet mit F schlicht E6, A schlicht B3 und dann E schlicht F7, Turm F7, König B1, schlagen auf C2 oder A2 und es geht immer noch viel weiter. Es wurde schon häufig gespielt. Eine weitere Variante hier lautet Springer BD4. ED4, Springer D4 und man gewinnt hier den Läufer irgendwie wieder. Die Variante geht noch sehr, sehr weit. Ich erspare euch jetzt hier Details. Ihr könnt das auch gerne anschauen mit den üblichen Datenbanken. Gibt sehr viele Partien zu diesem A4 hier. Firouzja hier
überraschte seinen Gegner vielleicht ein bisschen, ich weiß es nicht, und spielte Läufer C4. Das ist auf den ersten Moment, im ersten Moment ist das ein fragwürdiger Zug. Man muss sehr tief reingehen mit der Engine und ich bin mir sicher, dass Ferruccia das auch getan hat. Läufer C4, im ersten Moment zeigt die Engine Vorteil an. Hier zum Beispiel lokal im Browser 0,93. Und auch wenn einige von euch das online verfolgt haben, gibt es ja Seiten, wo die Engine-Bewertung angezeigt wird und da wird erstmal direkt weißer Vorteil angezeigt. Man muss sehr vorsichtig sein manchmal mit diesen Bewertungen, gerade bei so ultra forcierten Varianten, wo man ganz, ganz tief reingehen muss. So, Läufer C4. Nepo dachte hier knappe 10 Minuten nach, gar nicht so viel, und spielte König B1. Das ist vielleicht der kritische Zug. Die Engine favorisiert hier Springer G1. Auch meine. Hier geht es weiter mit Läufer F1, Turm H1, A4, Springer A1. Steht hier natürlich sehr seltsam. Aber Weiß droht hier sehr konkret mit F6 den schwarzen Königsflügel aufzureißen. Und gemäß Stockfisch 15, zumindest bei niedriger Bewertung, hat Weiß hier schon einen gewissen Angriff. Man muss natürlich, wie gesagt, viel, viel tiefer reingehen. Und ich habe es nicht getan jetzt. Ich wollte nur sagen, dass Springer G3 hier ein kritischer Zug ist, aber Nepo wählte König B1. Stellt den König besser. Es geht weiter mit A4. Springer C1 zurück. D5. D5 sieht erstmal nach einem Bauernopfer aus. Ist es auch. Aber nach E schlägt D5, spielt Schwarz Springer D6, aktiviert hier den Springer. Und wir sehen hier diese Bauern hier, ne? Stehen schon vor dem weißen König. Das ist so eine schwierige Stellung. Ganz ehrlich, am Brett ist es fast unmöglich, hier die besten Züge zu finden. Auch für die stärksten Spieler der Welt. Weil es gibt einfach zu viele Variablen hier. Und das ist nur für eine starke Engine machbar hier. Natürlich haben die beiden das analysiert. Nepo spielt jetzt hier F6, den besten Zug. Das ist auch sehr logisch, ne? Wir reißen hier den schwarzen Königsflügel auf. Bauernopfern ist total egal in dieser Stellung. Ganz wichtig ist, Linien öffnen gegen den gegnerischen König. Schwarz nimmt raus mit dem G-Bauern. G schlägt F6. Springer D schlägt F6. Alles gut. Jetzt Springer G3. Der Springer strebt nach F5. Sehr, sehr logisch. Es wird der Läufer angegriffen hier. Und hier dachte Ferruccia 30 Minuten nach. Das ist ein bisschen seltsam, wenn ich ehrlich bin. Schließlich spielt er bis hierhin fast im Blitztempo. Und er muss irgendwo durcheinander gekommen sein. In seinem Kopf. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Aber er muss irgendwas vergessen haben. Irgendeine Analyse, irgendeine Untervariante. Sonst würde er hier nicht plötzlich 30 Minuten nachdenken. Das ist so ein bisschen natürlich das Problem mit diesen vielen Analysen. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, die Leute haben einen Laptop. Ich habe sogar einen Laptop voll mit Analysen. Die kann sich keiner mehr merken. Das ist einfach da. Ne? Das ist einfach so ein schwammiges Wissen, was da so wabbert im Kopf. Und man muss sich irgendwie erinnern. Und hier ist er durcheinander gekommen. Der beste Zug hier, oder einer der besten Züge, ist hier König A8. Das ist auch sehr logisch. Prophylaktisch den König in die Ecke stellen. Der steht ja auf der G-Linie auf dem Präsentierteller. Deswegen ab in die Ecke. Hier geht es weiter mit, kann es weitergehen mit Läufer schlägt C4, D schlägt C4 und hier kann man die Damen tauschen. Dame D8, Turm D8, aber das ist ausgeglichen. Schwarz hat hier sogar vorübergehend einen Bauern mehr, aber der Springer auf F5 ist natürlich ein Monster. Hier muss man Läufer D6 machen. Ja, einer der möglichen Züge, Läufer D6 und es ist alles erstmal gedeckt. Vielleicht hat ihm irgendwas hier nicht gefallen. Nach Springer G3 spielte Ferruccia nämlich nicht König A8, sondern Läufer schlägt F1. Und das scheint eine ernsthafte Ungenauigkeit zu sein. Turm H schlägt F1. Entschuldigung. Und jetzt nach weiteren 30 Minuten, also er dachte jetzt für diese zwei Züge eine ganze Stunde nach, spielte er A3. Ihm muss aufgefallen sein, dass hier irgendwas nicht stimmt. Dass das nicht das Bild ist, was er analysiert hat. Das ist nicht das Bild, was er im Kopf abgespeichert hatte. A3 ist jetzt der beste Zug, greift hier B2 an, aber nach B3 steht Weiß besser. Schließt den Damenflügel.
Und jetzt hat Schwarz Schwierigkeiten. Der König steht immer noch schlecht auf G8, deswegen spielt er König H8, stellt ihn in die Ecke. Ihr fragt euch vielleicht, warum hier nicht D4? Dann kommt Läufer H6 und Schwarz kann aufgeben. Springer F5, Dame G2, Turm G1, Feierabend. Das spielt sich von alleine. Dafür brauche ich keine Engine. König H8 ist hier sehr logisch. Opfert jetzt hier einen Bauern, eh schlägt D5, wobei Weiß bekommt nur seinen Bauern wieder. Und jetzt ist alles schiefgelaufen für den jungen Franzosen, muss man ja inzwischen sagen. Dame C7 ist hier relativ noch der Beste mit der Idee Turm D8. Aber hier kommt sehr stark Turm F6, Läufer F6. Gut, Nepo hätte das erstmal sehen müssen. Und dann D6. Und dieser Freibauer ist ultra stark hier. Dame C6, Dame schlägt B4. Weiß hat hier einen Bauern mehr. Wie gesagt, einen sehr starken Freibauern. Der Springer auf E8 steht sehr schlecht. Dementsprechend auch der Turm auf F8. Und ja, Weiß steht hier klar besser. Ne? Feluccia spielte aber Springer D6. Aktiviert den Springer. Ihr seht es aber schon am Balken. Weiß hat Vorteil und Nepo bleibt cool. Was macht er hier? Dame B4, nimmt einfach den Bauern weg. Sagt, ich stehe zwar hier in dieser im Abzug des Läufers, aber wo willst du mit deinem Springer hin? Ich kontrolliere ja alle Felder mit der Dame hier. Gut, Springer F5 wäre eine Idee, aber dann gehe ich einfach, nee, ich gehe noch nicht mal zurück, ich spiele D6 hier. Ne? Oder ich gehe sogar zurück. Einfach. Das ist auch alles besser. Na gut, Dame B4. Es geht weiter mit Turm C8. Idee Springer C4 hier. Der Abzug. Läufer B6. Greift die schwarze Dame an. Dame D7. Und jetzt geht Weiß ganz locker einfach zurück mit der Dame. Bloß jetzt nicht Dame schlicht A3 wegen Springer C4. Wegen Springer B5. Und hier gibt es dieses Schach. Ne? Also jetzt droht wirklich ein Abzug. Deswegen Dame E1 zurück. Greift den E5 an. Um was man... Was auffällt, ist, Nepo spielt ziemlich schnell. Er ist wirklich schnell unterwegs. Das heißt, er scheint in wirklich sehr guter Form zu sein. Er vertraut seinen Instinkten und dem, was er rechnet. Okay, es geht hier weiter mit Turm B8. Greift den Läufer an. Zurück nach A5. Springer C4 jetzt hier. Aber, na gut, hier gibt es schon verschiedene Möglichkeiten. Man kann auch Läufer C3 spielen. Einfach zurückgehen ist... auch gewonnen. Es wird nebenlösig hier. D6. Das funktioniert. Läufer D8 zurück. Läufer C3. Dame E6. Springer D3. Springer D5. Greift hier den Läufer an. Der Läufer könnte jetzt zurückgehen nach A1, aber Nepo spielt Springer F4. Der Bauer ist ja gefesselt. Schwarz kann ich auf F4 nehmen. Der Springer kann nehmen, aber jetzt kommt Turm F4. Ups. F6. Dame E2 greift hier den C4 an. Nicht vergessen, der B-Bauer ist gefesselt. Ne? Springer B2 probiert hier noch ein bisschen Dönekes, aber das ist ein Stochern im Walde. Blind. Turm DF1, man hätte auch B2 auch nehmen können. Turm F8. Warum Turm F8, Turm E8 hier? Warum hat er hier den Bauern nicht genommen? Wegen Läufer E5. Ganz simpel. Der F-Bauer ist gefesselt. Okay. Turm E8. Turm H4. Die Absicht ist offensichtlich, aber Feluccia hatte sich hier so ein bisschen aufgegeben. Er spielt F5. Und jetzt klatscht es rein. Turm A7. Stylisches Ende einer starken Partie. König A7, Dame H5 Schach. König G8. Dame H6 kommt natürlich Dame schlägt E8. Da hängt der Turm. Deswegen König G8. Springer schlägt E5. Und hier gab Feluccia auf. Nee, nach Läufer F6, Turm G1 Schach gab er auf. Ist Feierabend. Er wird matt gesetzt. Wo ist das matt? König F8, Dame H6, König F7 und hier Turm G7. Läufer G7, Dame G7 matt und König F8, Dame H8, Dame G8, Dame schlicht G8. Schachmatt. Ja, überzeugender Sieg für Jan Nepomniachtchi. Schon der zweite Sieg im Kandidatenturnier. Er ist schon nach 4 Runden bei plus 2. Super starker Auftritt bisher. Man muss allerdings sagen, er profitiert so ein bisschen von... Nein, er spielt super stark. Gar keine Frage. Aber erste Runde gegen Ding
Da war Ding überhaupt nicht am Brett. Der hat einfach völlig übernervös agiert. Und jetzt diese Partie, ganz komisch irgendwie, für Ruscha eigentlich super vorbereitet. Vergisst dann aber irgendwo hier an dieser Stelle nach Springer G3 seine Vorbereitung. Und spielt mit Läufer F1, begeht er hier einen Fehler. Das zeigt auch sofort die Engine an. Nach 30 Minuten Nachdenken. Er hat irgendwas vergessen hier. Er hat offensichtlich irgendwas vergessen. Schade irgendwie. Aber man muss sagen, Nepo super zu Ende gespielt, den Fehler ausgenutzt und vor allen Dingen auch sehr, sehr schnell. Also, man muss sagen, echt Chapeau. Wobei man sagen muss, Nepo gegen Carlsen bei der WM hat auch sehr schnell gespielt. Ging auch hin und wieder in die Hose. Mal schauen, ob er das Tempo durch, ob er das durchziehen kann hier bei dieser, beim Kandidatenturnier. Er liegt natürlich jetzt in Führung mit 3 aus 4. Caruana bei plus 1, 2,5 aus 4. Die restlichen Partien der vierten Runde gingen alle Remis aus. War nicht so ereignisreich. Deswegen, bevor ihr jetzt wieder fragt, warum sprichst du dich nicht mit anderen Streamern, YouTubern ab? A, ich mache mein eigenes Programm. B, es war die einzige aus meiner Sicht richtig schöne Partie der vierten Runde. Deswegen habe ich sie gewählt und so ist es. Alles klar. Checkt auch gerne meine anderen Kanäle aus. The Big Rig Highlights, The Big Rig Shorts. Würde mich freuen. Macht's gut. Bis dann.